Jesus Christus. Ich weiß nicht, Schwestern und Brüder, wie geläufig Ihnen diese Geschichte ist mit Lazarus und seinen Geschwüren oder vor allem diesen Dialog mit Abraham in der Hölle, in der Unterwelt, im Hades. Aber diese Geschichte ist ja an seinem Bildreichtum eigentlich nicht zu überbieten. Eigentlich spricht sie auch für sich selbst. Eigentlich müsste man wohl kaum mehr etwas dazu sagen. Außer vielleicht, dass es eindrücklich ist, dass der Mann, der in Purpur sich kleidet und feines Leinen und das Leben in vollen Zügen genießt, hier im Irdischen, gar keinen Namen hat. Jesus ist das nicht mal einen Namen wert, weil dieser Name wird ohnehin vergessen werden. Weil dieses Leben ja nichts im Letzten bringt. Da bleibt nichts von diesem Menschen. Der verprasst alles, lebt nur auf Kosten anderer und nach seinem Tod wird nichts bleiben als Schall und Rauch. Der Arme, der Lazarus heißt und damit einen Namen bekommt und nicht irgendeinen Namen, sondern wie das ja in der Heiligen Schrift ist, heißen diese Namen ja auch häufig so, dass man den Namen schon die Botschaft entnehmen kann. Lazarus heißt übersetzt, Gott hat geholfen. Jesus will nicht die Armut selig preisen. Will er auch nicht in den Seligpreisungen. Durchaus aber vielleicht das Armsein. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass wir alle, jede und jeder, beide Anteile in uns tragen. Als Menschen natürlich gerne den Hang haben, für uns und nur für uns das Beste zu wollen. Eben dieses, wie ich eingangs sagte, dieses um uns selber drehen. Und gleichzeitig tragen wir dieses große Bedürfnis, in uns gesehen zu werden, Hilfe zu bekommen, wertvoll zu leben, so dass etwas von uns bleibt. Etwas zu tun, so dass für andere Menschen auch das Geschenk des Lebens aufgeht. All das steckt ja in uns. Und Jesus möchte uns mehr auf diese Seite führen. Das Geschenk des Lebens in seiner tieferen Dimension zu erkennen. Und er weiß, dass das kein Vorgang reiner Verstandesleistung ist, sondern dass es hier darum geht, das Leben zu wagen, das Leben einzusetzen. Ein Erkennen also, das uns als ganze Menschen erfasst, so wie es die Bibel eigentlich immer meint. Erkennen ist nicht einfach eine Gedächtnis- und Verstandesleistung, sondern Erkennen erfasst im besten Sinne den ganzen Menschen. Diese Fastenzeit ist eine Zeit, die uns die Chance geben will, einmal im Jahr wieder wesentlicher zu werden und ins Handeln zu kommen. Also nicht nur mit dem Kopf zu erkennen, was nicht alles sinnvoller wäre in meinem Leben und sich die ganze Zeit auf die Brust zu klopfen und zu sagen, oh Gott, was ich nicht alles schon Schlimmes getan habe oder wo ich mich Tag um Tag vielleicht auch an meiner eigenen Berufung verfehle. Nein, in der Fastenzeit soll es maßgeblich darum gehen, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Also eben nicht in die Vergangenheit hineinzuleben, sondern in die Zukunft.
die Zukunft überhaupt neu in den Blick zu nehmen, dass wir dem Kreuz entgegengehen als dem Symbol der Liebe, darin auch nicht nur das Symbol des Leidens zu sehen, sondern vor allem der Liebe, die durchträgt ins ewige Leben. Das ist ja eine Frage meiner Perspektive, wie ich das Kreuz sehe. Natürlich kann ich es als das schlimmste Folterinstrument der Antike sehen. Aber würden wir es deswegen aufhängen als Christinnen und Christen? Wohl kaum. Würden wir deswegen Brot und Wein auf dem Altar teilen? Als Symbol, als Zeichen der Realpräsenz des gebrochenen Christus am Kreuz, wenn wir nicht glauben würden, dass das Kreuz nicht Ende, sondern Durchgang ist. Durchgang zu Leben, das sich lohnt, das wertvoll ist. Schon hier, für uns selbst, aber auch für die Menschen, für die Gott uns ins Dasein gesetzt hat. Aufeinander bezogen und füreinander. Und dieses Evangelium macht natürlich auch ernst damit, dass es irgendwann einen Punkt gibt, da ist es dann nun mal rum. Da gibt es dann dieses, ich besinne mich eines Besseren nicht mehr. Dieser namenlose Reiche kann nun nichts mehr für seine 5 Brüder tun. Aber er hatte die Chance. Und auch wir haben die Chance, das Leben in die Hand zu nehmen. Und das ist keine Drohbotschaft, sondern das ist eine Frohbotschaft. Chancen aufgezeigt zu bekommen, ist doch dieser sanfte Schubser, der uns gegeben werden soll. Komm, geh doch einen Schritt in diese Richtung. Lassen wir uns doch auch aus unserer Lethargie und Bequemlichkeit herausschubsen in die Richtung Jesu. Stärken will er uns auf dem Weg, immer dann, wenn wir zusammenkommen, immer dann, wenn wir das Brot brechen, zu seinem Gedächtnis und in seinem Namen, vertrauend mit Lazarus, dass Gottes ist, der hilft, der mitgeht.